Hallöchen und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Gunnar alias die fette Kokette und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Reaction-Video hier auf meinem Kanal. Und es ist ein paar Tage her, da hat mich der Christopher Zülke angeschrieben, das ist der Marketing-Manager von Noisekick, ob ich nicht mal Lust hätte, mir die Band Voidmolition anzuhören. Voidmolition, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Mit ihrem Song Holding On, das ist die dritte Single aus ihrem aktuellsten Album Sanity. Und das soll eine Band sein, die sich musikalisch nicht so festlegen möchte. Lassen sich das eher offen. Da sind so, oh Gott, was waren das? Ich muss das mal selber wieder nochmal nachchecken. Genauso Progressive, Metalcore, Deathcore, Groove, Hardcore. Heavy Metal, das ist alles so immer so ein bisschen, naja, auf verschiedene Songs, Tracks, also, das fällt mir, jetzt kriegt das echt nicht zusammen, was ich sagen will. Also jeder Track wird ein unterschiedliches Genre beinhalten oder verschiedene Einflüsse von verschiedenen Genres, finde ich sehr spannend. Ich habe von der Band auch noch nichts gehört. Auf jeden Fall, ich glaube, sie gibt es seit 2018. Also zumindest sei ihr erster Longplayer erschienen. Und ich hätte mega Bock drauf. Also ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt. Achso, ja, Sanity ist übrigens seit 22.10. auf dem Markt. Sorry, also ich bin heute ein bisschen verwirrt, habe ein bisschen Kopfschmerzen. Sorry deswegen. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt. Wir hören jetzt mal Voidmolition an. Und Voidmolition. Voidmolition. Voidmolition anhören. Kann Voidmolition meinen Sie lesen? Voidmolition. Mein Gott, wie spricht man das jetzt richtig aus? Doch, also es wird Voidmolition ausgesprochen. Woo! Richtig! Und die kommen natürlich aus Nordrhein-Westfalen. So, jetzt haben wir so die ganzen Basics mal abgehakt. Jetzt hören wir uns aber den Song Holding On von Voidmolition an. Jetzt wollten wir gerade den Song starten ohne Kopfhörer. Macht ja mal so gar keinen Sinn. So, also ab geht das. Voidmolition mit Holding On. Attacke. Blub, 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 blub. Na, hab ich gesagt, hol den on, genau. Schön. Ich mag seine Stimme, war seine Stimme ist cool, aber man merkt jetzt hier schon in dem vorderen Bereich des Songs, ich meine, das ist jetzt noch nicht mal eine Minute her, schon verschiedene Stile, finde ich gut. Wir sind bei 2 Minuten, also jetzt mal gerade so Halbspielzeit. Ich weiß immer nicht, wie Leute sowas durchhalten. Ja, ich meine, er macht ja hier Clean,
Shows, Growls, er macht ja alles. Alter. Oder doch nicht? Hat was. Ja, das waren Void Molution mit Holding On aus ihrem aktuellsten Album Sanity und ja, hatte doch was. Also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich finde cool. Ich bin mir jetzt immer noch nicht sicher, ob der was ist. Ich weiß jetzt nicht, ob der. Der hat nämlich auch bei den Shows so mitgemacht, zumindest was das Optische so anging. Aber generell finde ich es immer cool. Ja, wie gesagt, der Sound, der war schön. Was ich ja. Ich bin immer so ein Fan von Intros. Ich mag es ja eigentlich immer, wenn Intros wie sie langsam anfangen und dann. Aber hier haben wir ja wirklich gleich so von 0 auf 100. Finde ich auch cool, hat auch immer was Schönes. Kommt natürlich immer so ein bisschen auf den Song und das Genre an, aber hier hat es gepasst und ich mag die Stimme. Ich mag die Stimme von dem. Oh Gott, Chris, ich hab den Namen jetzt richtig im Kopf. Ich habe jetzt eigentlich ein bisschen erraten. David? Es ist David. Es gibt gar keinen Chris in der Band. Wir haben den David an den Vocals, den Timo an der Leadgitarre, Björn an den Rhythmusgitarren, Richard am Bass und den Dominik an den Drums. Es gibt gar keinen Chris. Achso, Chris ist die Person, die mich angeschrieben hat. Na klar. Auf jeden Fall hat es Spaß gemacht. Es war wirklich eine schöne Erfahrung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wie gesagt, diesen Clean-Gesang, ich mag den und ich mag diesen Unterschied zwischen Shouts, Growls und diesem Clean-Gesang. Ah, das macht schon Spaß und das hat diesen Song wirklich schön abwechslungsreich gemacht. Obwohl ich sagen muss, Abwechslung war in der ersten Minute extrem viel, wirkte extrem abwechslungsreich. Und es hat sich dann aber, also zumindest kam es mir jetzt gerade so vor, müsst ihr wahrscheinlich nochmal hören, kam es dann nicht mehr so extrem vor, was ja nun nicht schlimm ist. Aber der Song war schön abgerundet, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich würde gern wissen, ob es von dem Sänger einen Song gibt, wo er fast nur clean singt. Das würde mich mal wirklich interessieren. Haut es in die Kommentare. Folgt Void Molition. Links findet ihr alles wieder in der Videobeschreibung. Den Song ebenfalls. Eure Meinung ebenfalls bitte in die Videokommentare. Mir auch gerne noch ein kostenloses Abo dalassen. Ihr wisst Bescheid. Freue mich sehr drüber. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao.